Hey Leute und willkommen zu der nächsten Folge der WWE 2K19 Karriere. Die letzte Folge rechts oben am i verlinkt, es geht unverbindlich weiter. Einfach die letzte Folge angucken, wenn ihr die nicht verpassen wollt. Hey Hunter, you mad bro? I mean, I guess I would be too if a couple of indie guys infiltrated my show 2 weeks in a row and then beat up half my roster. Yeah. You guys are real clever, showing up here again in your cute little costumes. Actually, these awesome costumes are courtesy of Don's Costume Shop, Syracuse, New York, dressing you up since 1993. And if you use the promo code MRCQ, you get a 10% off all wrestling costumes. Thanks, Uncle Don. Oh, and to Mom, Dad, Sally, and my dog Butternuts. Who's a good boy? Who's a good boy? Was ist Thank mit you dem? For supporting me in all of my endeavors. Look at me now! I made the big time, baby! Are you finished? Yeah, man. Anything else you want to plug? Or BCW? Oh, yeah! You can catch more of the two of us on BCW when Triple H here isn't trying to shut down our shows. Listen. We can stand here and go back and forth, and then you can try to invade again next week in some other not-so-clever way. But I have a different proposal instead. You want to be on NXT so bad? You can come back and have an actual sanctioned match. I just happen to have the perfect opponent for you, Buzz. So what do you say? You got yourself a deal. That's great, because after next week, your life will be changed forever. What do you mean by that? I don't care, as long as it means we'll never have to see these two losers again. Alter, der Kommentator auch noch. Ja, ich hoffe, dass wir die Losers dann nie mehr sehen. Danke dafür. Aber auf jeden Fall die letzte Folge angucken, Leute. Ja, ich hoffe, dass ich die heutige Folge ein bisschen kürzer halten kann. Letzte Folge ging ein bisschen fast 30 Minuten lang. Ich glaube, so um die 28. Also ich nehme die, wie gesagt, unverbindlich hintereinander auf. Einfach aus dem Grund, weil ich jetzt nicht stoppen konnte. Aber da ist ganz, ganz viel Wichtiges passiert, was ich jetzt nicht alles wiederholen möchte, rekapitulieren möchte, dann müsste ich wieder ewig weit ausschweifen, ewig viel erzählen und das möchte ich jetzt einfach nicht. Von daher, einfach die letzte Folge anschauen und die Folge, hoffe ich, kann ich so um die 20, 25 Minuten halten. Hey guys, we wanted to make you feel at home, so we got you your very own locker room. What's the matter? Is it too big? Well, was ein Arsch. At least we have free toilet paper. Kurz darauf. It's kind of hard to prepare for my match when I have no idea who I'm facing. I would just be ready for anything. Yeah. I mean, I could be facing Braun Strowman because Triple H had me go against him in my tryout match? Maybe. You okay? You seem kind of distracted. Look, I'm just worried how this is going to turn out. This? I mean, for all of us. I warned you not to get on Triple H's bad side. Yeah, but with everybody here, it should be fine, right? I hope you're right. Look, I'm going to go see if I can find us an actual dressing room, okay? Er ist es. Ich habe in der letzten Folge die These aufgestellt, dass er dieser maskierte Typ ist. Und ich weiß nicht, was ihr dazu gesagt habt, weil ich eben die letzte Folge gerade erst aufgenommen habe, vor ungefähr 20 Sekunden. Hey, no matter what happens, I got your back tonight. Das ist voll süß, dass wir den jetzt als Freund haben, also so als Kumpelfreund. Ich finde das irgendwie so witzig. Und Baron Blade, der hintergeht uns einfach, glaube ich. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was ihr zu dem, was ich in der letzten Folge gesagt habe, gesagt habt. Was ihr zu dem, was ich gesagt habt, gesagt habt.
Ja. auf jeden Fall, so wie der sich gerade verhalten hat, und das würde meine These absolut nur bestätigen, ist er der maskierte Typ und wir werden gegen den maskierten Typ antreten. Auf jeden Fall, danke, Cole. I just have a strange feeling that Triple H is gonna try to pull something over on you. He is the cerebral assassin after all. Ich bin für alles und jeden gewappnet, der mir entgegenschleudern kann. He said this match would change your life forever. But what does that mean? Maybe it was some kind of clue. I guess when you win the lottery, it changes your life forever. People who win the lottery are millionaires. Maybe your opponent is the million dollar man, Ted DiBiase. Ich glaube nicht. Ich weiß ja nicht, Cole. All right. Well, I'll keep thinking on it. Also ich würde schätzen, dass es Baron Blade ist. Und das wäre einfach nur hässlich. Was ist, wenn ich jetzt nochmal zu ihm gehe? Und sagt dasselbe. Hey, what the fuck? Okay, dann gehen wir zum Match. Ich glaube, das ist schon das Match, oder wie? Ja, ich glaube tatsächlich, dass es er ist. Ich kann natürlich jetzt komplett falsch liegen, aber das würde Sinn ergeben. Also letzte Folge war es nur eine These. Diese Folge wird's wahr. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, das würden die nicht so krass in die Story einbauen, wenn es nur ein einfacher Fan wäre. Das muss schon irgendwas sein. Es ist entweder irgendwer aus meiner Familie, aber die haben ja noch nie kennengelernt. Und ich schätze mal, dass es einer ist. Ja, Triple H, kämpft gegen Triple H. Oh mein Gott, lol. Nein, er ist nur zum Reden da. Ja. Sorry, Buzz. I'm not your Ach, schade. But I did personally select him. You see, I did a little digging these past couple ja. Of weeks and I was able to track down the person who cost you your shot at WWE. And that's who you're facing tonight. Come on out. No, it can't be. Who would have imagined? Leave it to the cerebral assassin to pull off something like this. I love it. Das muss er sein. Er hat gedacht, er kann uns reinlegen. Und jetzt macht Triple H einen Strich durch die Rechnung. Ich weiß nicht, ob wir dadurch Freunde mit Triple H werden oder nicht. Aber von der Statur würde es perfekt passen. Von der Storyline würde es perfekt passen. Und es wäre peinlich, wenn ich mich hier irre. Ihr habt es mir wahrscheinlich in der letzten Folge in den Kommentaren wahrscheinlich schon alle gespoilert. Bring den maskierten Angreifer in den roten Bereich und triff ihn in den Ring mit einem Schlag. Diesen Drecksack werde ich fertig machen. Hoffe ich. Außer er macht mich jetzt fertig. Oh fuck, ich habe schon wieder das Ding nicht eingestellt oder geguckt, ob ich das einstellen kann. Ich sehe wieder nicht, wann ich konter oder ob ich konter. Es ist eigentlich ganz cool, dass das nicht die ganze Zeit da steht, aber an sich auch dumm, weil ich das ja nicht sehe und das ist dumm. Das bringt nichts, jetzt zu pinnen. Ich will den Drecksack einfach fertig machen. Egal wer es ist. Er hat uns die Karriere gekostet. Ohne ihn wäre meine Karriere jetzt super. Und ich will meine Karriere wieder super machen. Und deswegen müssen wir den fertig machen und alle anderen beeindrucken. Auch wenn wir, ich bin mir ziemlich sicher, dass es er ist, aber ich will jetzt nicht mehr weiter philosophieren. Das bringt nichts. Stark gekontert. Aber es sind ganz viele gegen uns, weil wir natürlich keine guten Punkte gelandet haben mit der Aktion, dass wir als Fans diesen einen Typen beim Entrance geboxt haben. Und wie viel Schaden dieser Spacken macht.
Der macht viel mehr Schaden als ich. Aber wir sind trotzdem gut. Und besser dran als er momentan. Können wir dem nicht einfach die Maske abziehen, damit es nicht so spannend ist? Batz. So, der ist jetzt gleich im roten Bereich. Was? Das habe ich auch noch nie gesehen. Das war ja krass. Der hebt den mit dem German Suplex quasi. Ja, moin. Guten Morgen. Er liegt die ganze Zeit am Boden, auf einmal springt er einfach auf wie so ein Irrer und haut Shiri und mich um. Natürlich. Aber das habe ich noch nie gesehen. Über das Seil mit dem German Suplex quasi einfach raushauen. Okay, der Typ ist schon im roten Bereich. Deswegen einen Schlag setzen. Ja, er will ihm die Maske abreißen. Das wollte ich von Anfang an machen. Geht's jetzt weiter? Ja. Oh Gott, Signature. Per Pinfall oder Submission gewinnen. Okay, dann war das Signature eine gute Option. Ich probiere es direkt mal. 1, 2, 3. LOL. Ja. Nice. Mike, okay, erfahren wir jetzt, wer das ist, bitte. Alter, wäre das lächerlich, wenn wir nicht erfahren, wer das ist. Das hier ist jetzt mein Haus. Haben wir als Trophäe bekommen? Was soll das denn jetzt heißen? Okay. Wir haben schon mal gewonnen. Das ist stark. Aber der maskierte Mann ist natürlich noch da. Ja. The owner of BCW. I'm sorry, but I can explain. I attacked you after your WWE tryout because I didn't want to lose you. Without you, BCW wouldn't last. But more importantly, I didn't want to lose my protege. You're like a son to me. And I know after you lost your dad, I was like a father to you. Don't you ever mention my father again. Please try to understand. I know I messed up, but I had good intentions. Good intentions? You cost me my dream. I trusted you with everything. My safety, my career, my entire life. This is why I didn't want to invade NXT. I knew Triple H would use this to drive us apart. No. Triple H didn't drive us apart. You drove us apart. Yeah. I never want to see you or talk to you again. We are done. Wait, just please forgive me. Go ahead, hit me if it makes you feel better. I deserve it. You're not worth it. I told you, this match would change your life forever. Ja, Baron Blade. Ich habe es mir fast gedacht. Und er hat auch ähnliche Gründe genannt wie ich. Weil es einfach offensichtlich war. Also, ich habe es am Anfang ein bisschen... Ich habe es nicht gerafft. Ich habe ein bisschen vorbeigeguckt an dieser ganzen Sache. Aber als ich nochmal drüber nachgedacht habe, ist es eigentlich ziemlich offensichtlich gewesen. Und was dann Triple H gesagt hat, es wird dein Leben verändern, dieses Match. Und... dann war Baron Blade irgendwie komplett verwirrt und irgendwie er wollte das nicht mehr und wollte am besten alles rückgängig machen. Das hat man ihm schon angemerkt, also I swear I had no idea about Baron. I'm just as shocked as you are. Just want to get out of here. What's the big hurry, Buzz?
Don't you want to stay? Have some catering? I mean, might be a good idea. Who knows where your next meal is going to be coming from after I just tore your little indie fed to pieces. I'm not hungry. We're not finished here. You guys thought you were so cute playing Invasion, but I have eyes and ears everywhere. And the moment they informed me Baron was the masked man that attacked you, I could not wait to light the fuse and watch everything blow up in your faces. You know, it took a bit of convincing to get Baron to do the match. I told him that I'd keep his secret, but I was going to expose him either way. So take your stuff, take your little buddy here, and go back to your rundown van and your rundown lives. Oh, wait. There's one more thing you might want to know. I bought your contract from Baron, which means I have control over you now. So you can also consider tonight your retirement match, because as long as I am alive, you will never step foot in a ring again. Now we're finished. Hey guys, hold on a second. Yeah, we couldn't help overhear all that, and we have a different plan in mind. Ich wollte gerade sagen, wie geht das denn jetzt weiter? Das kann doch nicht auch sein. It does. Yeah, as respective GMs of Raw and SmackDown, our job is to find the very best talent for our shows. And from what we've seen the past few weeks, and from his run on the indies, this man doesn't deserve to be sent off into early retirement. He deserves to be on the main roster. It'd be a waste to have him under contract sitting on the sidelines. You can stop right there. I've made my decision. Aren't you always using the phrase, what's best for business? He does always say that, Daniel. So, wouldn't putting your personal issues with a talent aside in order to make SmackDown or Raw the best show possible be the exact definition for what's best for business? Fine. He's your problem now. You might have been bailed out this time, but I will never forget what you did. So what's it gonna be? I think you'd be right at home on Team Blue. Or you could be a part of WWE's flagship show, Monday Night Raw. This has been an emotional night, and this is a lot to take in, but if I have to make a decision right now, I've got to go where I think I have the best opportunity to showcase my wrestling style, and that's on SmackDown. Yes! 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 Hat jetzt nicht gemacht. Hear that? There's a buzz on SmackDown. Ja, was ist mit Cole Congrats, Quinn? Man. I don't agree with your decision, but I respect it. And if I've learned anything in my career, it's never say never. So who knows? Maybe you end up competing on Raw someday. In the meantime, good luck. Thank you. Buzz is now headed for SmackDown Unbelievable. Live! Unbelievable. Was ist mit Cole Quinn? Wir sind doch jetzt so gute Freunde geworden. Ah, Mann. Das ist natürlich schade und scheiße. Wenn der mitkommen würde, wäre es natürlich irgendwie noch cooler. Aber naja, wir sind jetzt bei SmackDown. Heißt, wir haben es doch auf die große Bühne geschafft. Und das ist ziemlich geil. Das ist natürlich ziemlich geil. Cole Quinn, was machen wir jetzt mit ihm? Nehmen wir ihn jetzt doch mit oder was passiert jetzt? Optionen, was haben wir für Optionen? Nachrichten. Was? Ja, der schreibt nochmal. Hier an den Telefon, können wir reden. Oh, die Kamera ist gerade ausgegangen. Oh, hier haben wir auch noch neue Stilpunkte. Ja, die vergebe ich nachher. Die Kamera schmeiße ich jetzt nicht mehr an, weil ich müsste jetzt den Akku wechseln und bis ich den Akku wechsle, wäre die Folge theoretisch stumm. Also, das ist jetzt egal. Hey, Bro! What a crazy night. I know! That was the craziest, loopiest rollercoaster of emotions I've ever been on, and I wasn't even riding in the front. I can't imagine how you're feeling. I don't even know yet, okay? I'm still in shock from everything that happened. Well, good luck on SmackDown. Not that you need it. You're gonna do great. Aw, thanks, man. You know, I
Too bad you didn't get signed too, but I think it's just a matter of time until you join me in WWE. Don't worry about me. After the attention we got invading NXT, I'm pretty sure my indie booking fee just about tripled. Plus, I always got a standing offer to head back to Japan. That's good, man. That's good. Don't be a stranger. I won't. But if you're ever feeling lonely on the road, you can take a look at this and remember your old buddy Cole. What is that? I took it off the scrap trap after our match and made it into a keychain as a sort of good luck charm. I want you to have it now. Aww. Thanks, man. I mean, if things don't work out in WWE, I think I might have a future as a gas station bathroom attendant. So, thanks. You might want to rinse it off. There's probably still some blood on it. Could be ours. Could be an inmate's from when it was a prison fence. Who knows? Oh, God. Okay, well. Oh, man. I want to miss you, man. BCW handshake? It's kind of weird now. It's a little bit weird. Ja, ein BCW-Handshake wäre jetzt ein bisschen komisch, aber man muss wirklich sagen... Oh, hey, Bro. Long time no see, Bro. I know, it's been a minute. I have an idea. One last road trip together? Let's do this. What the fuck is mit... Okay, ja. Okay, das war's. You've got to be kidding me. You know, seeing as how you're a big shot WWE superstar now, maybe it's time you get a nicer ride. At least one that runs? No way, all right? This van was the last thing my dad gave me. I'll get it fixed. Your stubbornness really bugs me sometimes. Get it? Because it's a bug van. Yeah, I get it. Let's start pushing. Ja, Kraft haben wir bestimmt genug dafür. Gut, wie gesagt, bisschen schade mit Cole Quinn, aber wie gesagt, er hat ja selbst gesagt, also der hat jetzt ganz, ganz viel nach diesem NXT-Geschmarri da, hat er jetzt ganz, ganz viel japanisches Indien, ne? Und ja, auf jeden Fall kommt er da schon zurecht und das ist ganz cool, also vielleicht kommt er noch zu WWE, ich weiß nicht, wie lange diese Karriere noch geht, aber an sich ist das echt cool, dass wir uns da noch irgendwie zu Freunden entwickelt haben. SmackDown Live's newest superstar. Und jetzt leider trennen. Oh, I was hoping him getting signed was just a very bad dream. Yeah, sorry Corey, but this is really happening. Junge, ohne Spaß, die Kommentatoren, die hole ich mir auch mal ran und box die. Welcome to SmackDown. I'm glad you made it okay. I was a little worried when you told me you'd be driving your van to the show. I had a bunch of work done on it, so no need to worry. Spending that WWE money already, huh? Not like that. Like I said before, I see a lot of myself in you. We both paid our dues on the indies and faced a ton of adversity to get to WWE. But with all that being said, don't expect me to play favorites or give you any handouts here on SmackDown. You're going to have to earn everything you get. Hey, I wouldn't want it any other way. Good. And speaking of earning opportunities, that starts tonight. Because you'll be competing in an 8-man battle royal to determine the number one contender for Bobby Roode's US title. That's great. Who else is in the battle royal? You can introduce yourself now or in the ring. Okay. Ich spüre ihren Schmerz. Nice. Okay, ich würde aber sagen, das war's von dieser heutigen Folge. Ja, danke fürs Zuschauen. Den Rest sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich werde jetzt aber erstmal ein paar Tage wieder nicht aufnehmen können. Ja, lasst mir zu, wenn es euch gefallen hat. Danke fürs Zuschauen, wie gesagt. Und haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao.